Liebe Freunde des Wortes Gottes, wir kommen nun in unserer Reihe Jesus Christus, Heiland und Herr, zu der Belehrung über die Auferstehung, nein, das hatten wir schon, die Himmelfahrt Jesu Christi. Also, die Himmelfahrt Jesu Christi mit Hinweisen direkt aus dem Wort Gottes. Bevor wir anfangen, lese ich einige Verse aus dem Wort Gottes. Und zwar aus Psalm 16. Aus Psalm 16, die Verse 8 bis 11. Ich habe Jehova stets vor mich gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und verlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Und ich werde es jetzt weiterführen, so wie wir das angefangen haben, in der Betrachtung über Jesu Christi, Heiland und Herr, und zwar, ich werde da nicht viel diktieren, eigentlich gar nicht, sondern ich werde erklären, wie man zu diesem Pfeil kommt, wie man zu diesem Pfeil kommt, und das geht so. Wir gehen auf www.bibelkreis.ch, bibelkreis.ch, und dann zu diesem Pfeil Lehre aus dem Wort Gottes auf YouTube. Öffnen das Pfeil und öffnen jetzt die heutige Lektion, die Himmelfahrt Jesu Christi. Und wir sind jetzt hier auf diesem Pfeil, das könnt ihr dann ausdrucken. Und der Sinn ist der, dass ihr es so macht wie ich. Es übertragt in eure Bibeln oder, wenn ihr keine durchschossenen Bibel habt, dass ihr dann das in ein Lehrbuch hinein überträgt und am besten handschriftlich und jede einzelne Bibelstelle nachschlägt in eurer Bibel. Deshalb eigentlich das Ganze. Also die Himmelfahrt Jesu Christi. Zunächst die prophetischen Ankündigungen der Himmelfahrt Jesu im Alten Testament. Da haben wir die Verse aus Psalm 16, Vers 8 bis 11 bereits gelesen. Das ist dann das Zitat, wo der Apostel Petrus in seiner ersten Predigt nach der Ausgießen des Heiligen Geistes, also am Pfingsten, erwähnt der Psalm 16, Vers 8 bis 11. Da sehen wir auch weitere Stellen und ihre Erfüllungen im Wort Gottes. Dann im Neuen Testament, auch im Neuen Testament wird der Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu durch den Herrn selbst vorausgesagt. Die historische Bedeutung Jesu, Beschreibung im Neuen Testament, da hat es einen Link, könnt ihr draufklicken. Dann habt ihr ein wunderbares Pfeil von John Nelson Darby, der hier wunderbare Gedanken aus dem Wort Gottes verfasst hat. Und zwar sind wunderbar deswegen, weil es im Prinzip nur Bibelstellen sind. Diese Bibelstellen in einer Nachtaktion in eure Bibel zu übertragen, das wäre ein Segen für euch. Also das war es dann nicht, das ist irgendein Browser. So. Also machen wir das einfach so.
Dann, da wieder der Link zu John Nelson Darby, Betrachtung, was die Schrift mir sagt. Die Schrift sagt mir, dass er aus den Toten auferstanden ist. Auferweckt durch Gott, durch die Herrlichkeit des Vaters und so weiter. Wunderschöne Gedanken. Dann die Verkündigung in der ersten Gemeinde, Bestätigung in der Offenbarung, ein Problem zum Besprechen, einige Probleme zum Besprechen. Also noch einmal, dieses Pfeil mit den Bibelstellen könnt ihr ausdrucken, indem ihr auf bibelkreis.ch geht, da auf Lehre aus dem Wort Gottes auf YouTube. Und da dann eben die Himmelfahrt Jesu Christi anklickt und auf eurem PC oder Apple oder iPhone oder was auch immer abspeichert und vor allem jede einzelne Bibelstelle nachlesen, übertragen in euer Bibelbuch. Das ist der Mühe wert. In diesem Sinne wünsche ich euch sehr viel Freude im Bibelstudium und seid euch den Segen des Herrn bewusst. Denkt an alle geistlichen Segnungen, die der Herr den Erretteten gegeben hat. Wenn ihr nicht alle geistlichen Segnungen kennt, die der Herr uns gegeben hat, schreibt mir und ich schreibe euch alle auf. Alle Bibelstellen der geistlichen Segnungen. Irdische Segnungen haben wir Christen keine verheißenen.